herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Challenge-Projekt auf dem Zweisternhof mit der Tiger Farm, dem Tiger Farm. Hallo. Hallo. So, heute ein bisschen geringere Besetzung. Mikado ist leider im Urlaub, sozusagen. Nein, er ist krank und deshalb werden wir zwei hier uns mal um das Lohnunternehmen kümmern. Tiger Farm. Ja. Weil der Lohnunternehmerhof, der kommt einfach viel zu kurz. Und der muss auch irgendwie Geld verdienen. So, was hast du vor? Also ich würde jetzt Wiese 3 kaufen. Wiese 3? Na, du mach das doch mal. Ich meine, klar, wenn jetzt Mikado später Anspruch auf dieses Land erhebt, dann muss man das natürlich wieder ändern. Aber im Moment passt das, denke ich mal, so. Außerdem hast du, glaube ich, hier hinten auch nochmal ein bisschen Wiese mit dabei. Ja. Ja, hier. Ah, ja. Okay, ich würde aber sagen, da dass kein Nachteil entsteht, müsstest du dir noch irgendwie einen Traktor zulegen oder so? Ja. Und ich bräuchte natürlich Lohnunternehmerstatus. Das kriegen sie gleich. Die Felder von Mikado und mir sind ja soweit bearbeitet. Und mal gerade. Ja, das ist voll gedüngt, also da passiert nichts. Weder ich habe Silage angesetzt, noch Mikado hat Silage angesetzt, also da passiert gar nichts. Genau. Von dem her sollte da kein Nachteil entstehen. Wird in den Case mieten, den 7200 Pro Series. Den was? Den Case mieten. Welchen? 7200 Pro Series. Und sie auch besitzen. Ach, damit kenne ich mich aus. Wobei ich würde auch gerne mal den Steierprobe fahren. So spät. Ach, schade. Vielleicht beim nächsten Mal. Okay. Und Unternehmerstatus haben Sie? Ja, jetzt. Mit dem Schmuckstück kennen wir uns ja aus. Soll ich noch irgendwas vom Shop mitnehmen? Nee, ich habe alles am Hof. Okay, dann komme ich mal rüber. Das Mähwerk steht ja noch bei Mikado. Ach so. Da war ja was. Dann würde ich einfach. Dann mieten sie vielleicht einfach nochmal eins. Nee, ich kann ja auch schnell hochfahren. Ja, nee, dann verändern wir ja die Position von seinem Fahrzeug. Das wollte ich jetzt nicht unbedingt. Gut, dann miete ich noch eins. Nee, technisch. Ich verzichte natürlich hierbei heute auf Gehalt, das ist klar. Also, ich möchte ja keinen Vorteil daraus erlangen. Wird gemietet beim Händler. Okay, also, was soll ich tun? Erstmal ihr Land oder gleich die Wiese? Also erstmal beim Hof mähen. Okay. Und dann die Wiese. Gut, dann machen wir das. Übrigens, heute um 16 Uhr kommt die erste Folge von der Provence. Da habe ich so ein Community-Projekt mit klassischen Fahrzeugen. Kommt heute um 16 Uhr die erste Folge. Und dann in den nächsten Tagen immer um 16 Uhr die weiteren. Da muss ich mal gucken, wo denn überhaupt dein Land anfängt. Vielleicht von hinten. Ah, hier.
Spaß, mein. Bisschen hügelig bei ihnen hier. Ja. Ich hoffe, sie haben damit kein Problem. Mal der Case hat damit kein Problem. Hier werden wir auch rausgekommen auf das Land. Was haben sie denn vor mit dem ganzen Gras hier? Ich denke mal, das werde ich verkaufen. Also in Silagebank passen und dann verkaufen. Ah ja. Oder erstmal aufbewahren, ich weiß es nicht. Je nachdem, wie der Preis ist. Sie können ja auch in ihr tun zu müssen. Achso, ich glaube, sie hätten ja auch in das Ding reinlegen können. In die Bega. Das stimmt. Das ist ja noch eine bessere Idee. Ich bin mal gespannt, wie sich das Zwei-Standhof-Projekt entwickelt. Leider immer noch keine weiteren Wohnunternehmen am Start. Ist ein bisschen schade. Aber ich muss sagen, bei euch als Zuschauer kommt es schon besser. Geht schon ordentlich was. Haben Sie auch in der Zeitung gelesen, dass letzte Woche ein Ladewagen einfach irgendwo hingestellt wurde? Ja, ja, das habe ich nicht gehört. Warum man sowas macht? Das weiß ich auch nicht. Naja. Ich vermute mal, das war einfach ein taktischer Zug von irgendjemandem. Ist nur die Frage von wem. Das kann ich Ihnen auch so nicht sagen. Dann bleibt es wohl für immer ein Geheimnis. Vermutlich, ja. Kann ich nicht alles verraten. Gibt es da disziplinarische Strafen oder so? Das wäre ja nicht auszuhalten. Ja. Wir haben die Zeit noch auf 1. Ich hab mich noch nicht als Admin angemeldet. Ja, ich hab mal geändert. Wir haben schon 19 Uhr. Wie die Zeit immer so schnell vergeht. Ja, das ist krass bei dem Projekt.
fliegt die Zeit geradezu hinweg. Da hat man gerade angefangen, da fängt die Folge schon wieder, ist die Folge schon wieder zu Ende. Ja. Das macht auch richtig Laune. Ja. Wie viel Geld hat Ihnen die Bank denn gegeben? Also ich habe jetzt 500.000 Kredit aufgenommen. Sie sind ja liquide. Warum ja. Natürlich in einem erfolgreichen Unternehmen kann man sich das auch leisten. Ja. Daher, dass die Bank nicht so hohe Kreditzinsen macht, ist das schon so gut möglich. Überlegt, ob das Lohnunternehmen vielleicht auch hier war. Wie stehen Sie denn dazu? Ja. Schwierig, ne? Warum? Zum Beispiel, wenn man nur als Beispiel Kühe hat, dann aber angeheuert wird, dann werden die Kühe ja vernachlässigt. Und dann sterben die und dann, ne? So ja, dann muss man halt Prioritäten setzen. Entweder man macht es so oder man hat keine Tiere. Ja, warte mal kurz. So, ich soll jetzt noch zu Ihrer Wiese fahren, glaube ich. Ne? Das ist richtig. Ja, weil wir können hier noch ein bisschen mehr. Da gibt es noch ein bisschen Gas. Das ist echt schon krass, wie viel Gras da runterkommen kann. So, ja, das Lohnunternehmen muss halt auch ein bisschen unterstützt werden. Von dem her finde ich das gar nicht mal so schlecht. Jetzt mal ein bisschen was für das LU tun. Vielleicht gibt es auch eine kleine Auszeichnung. Vielleicht. Als, weiß gar nicht. LU-Helfer. LU-Helfer, genau. Kann ich meinen nächsten Job vielleicht als LUler anholen. Im nächsten Leben. Ja.
kommt auf jeden Fall ordentlich was raus. Ja. Das ist wirklich faszinierend. Ja. Hinter dem Schaf, den haben sie auch noch raus. Hinter der Schafweide. Das ist die aber, glaube ich, von Ricardo. Oder? Nee, bis zu dem Weg gehört noch ihn. Oh. Habe ich gar nicht gewusst. Jetzt bin ich gerade auch ein bisschen. Grundbucheintrag wird es noch hin. Ja. Auch wenn gerade seine Maschine abgestellt hat. So. Erstmal ein bisschen Abwechslung hier auch, nicht nur für sich selbst zu arbeiten. Ja. Naja, jetzt wird es langsam echt dunkel. Ja, geht nicht. Hat so noch eine Grenze. Moment, lass mich kurz die Reihe fertig machen. So, dann fahre ich mal noch schnell zu ihrem Feld 3. Ja. Das waren ein gemietetes Mehrwerk, gell? Ja. Okay. Zu Wiese 3 würde ich natürlich sagen, nicht zu Feld 3. Großes Stückchen vor zu bearbeiten. Gut, aber ich würde sagen, das war's für die heutige Folge. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge morgen wieder. Da ist Mikado leider auch noch nicht dabei. Das heißt, da werde ich auch nochmal für das Lohnunternehmen tätig sein. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar oder alles da. Und bis morgen.